Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Destiny 2. Schön, dass du mit dabei bist und vielen Dank an alle, die meine letzten Videos geschaut, bewertet oder kommentiert haben. In der heutigen Folge würde ich gern die Questreihe Alles zusammengeknotet von Ada vorantreiben bzw. hoffentlich sogar zum Abschluss bringen. Und im Anschluss machen wir einen Abstecher auf den eisigen Planeten Europa. Wie kann ich helfen? Ada bewundert dein frisch gefertigtes Synthetikgewebe, als du dich ihr näherst. Ich muss zugeben, dass ich ein wenig nervös war, jemandem anderem bei der Bedienung des Webers zuzusehen. Ich habe ziemlich viel Mühe in die Entwicklung gesteckt und ich will nicht, dass er beschädigt wird. Sie räuspert sich und richtet sich auf. Davon abgesehen hat es offensichtlich wie gewollt funktioniert. Ich habe die Daten deiner Arbeit gesammelt. Mit genügend Informationen kann ich diese Technologie in Zukunft vielleicht zu einem anderen Zweck abändern. Lass uns also einen weiteren Produktionsdurchlauf beginnen. Besorge Glimmer, um einen weiteren Rüstungssynthese-Beutezug von Ada 1 zu kaufen. Rüstungssynthese-Beutezüge. Synthetikgewebe herstellen. Rüstungssynthese-Beutezüge liefern Synthetikstränge, die mit dem Weber in Synthetikgewebe umgewandelt werden können. Es gibt 5 Kategorien von Rüstungssynthese-Beutezügen: Strikes, Schmelztiegel, Gambit, Zielorte sowie Raids oder Dungeons. Ada 1 bietet in jeder Season 10 Beutezüge für alle Klassen an. Du kannst keine Rüstungssynthese-Beutezüge kaufen, wenn du aktuell 500 Synthetikstränge besitzt. Prämien für Rüstungssynthese-Beutezüge werden zu Beginn jeder Saison zurückgesetzt. Ich glaube nicht, dass es für mich noch viel zu prüfen gibt. Bitte nutze den Weber weiter, damit ich mehr Daten sammeln kann. Wer weiß, wohin das führen wird. Und nochmals vielen Dank, Hüter. Sie wendet sich wieder ihrem Arbeitsplatz zu, hält aber abrupt inne und dreht sich nochmal zu dir um. Wie geht nochmal das Sprichwort? Jetzt bist du am Ball. Sie legt den Kopf schief. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet, aber viel Erfolg. Okay, wir schauen in die Quests rein, ob es eine Veränderung gegeben hat oder ob wir die Quest abgeschlossen haben. Es sieht so aus, als wäre zusammengeknotet verschwunden. Okay, sehr schön. Hallo mal wieder. Diese Beutezüge haben wir bereits abgeschlossen. Au revoir. Dann springen wir doch direkt auf den Planeten Europa. Und zwar möchte ich gerne zur Bray Exowissenschaft für den Europa-Beinschutz. Springen wir zu Charons Übergang. Ich finde es immer wieder geil, auf dem Planeten hier zu landen. Wir schauen einmal kurz in unsere Waffen rein. Ich würde gerne den Sonnenschuss mal verwenden. Bietet sich auch an, wir haben einen Beutezug von Angie mit Handfeuerwaffen. Ja, was machen wir heute denn genau? Schauen wir nochmal in die Quests rein, dort kann ich es euch am besten erklären. Ich möchte eben die Quest Europa-Beinschutz abschließen. Suche nach einer weiteren durch Stasis versiegelten Truhe in der Bray Exowissenschaft. Und parallel würde ich gerne die Questreihe Jenseits des Lichts weiter vorantreiben. Dort müssten wir nur 35 Gefallene besiegen. Coole Waffe. Gefällt mir.
du weißt, ist der Mond von Dunkelheit durchdrungen. Die Umgebung zu überprüfen, könnte wertvolle Informationen freilegen. Legen wir los. Einmal die Patrouille noch mitgenommen. Schon wieder eingefroren. Okay, heftig. Wo ist er jetzt hingerannt? Die Sonnenschuss gefällt mir echt gut mit ihren Perks, mit der Explosion, nimmt sie schön Gegner in der Nähe mit. Die Europa-Konstruktion war mit Abstand Braytecs teuerstes Projekt. Aber es hat sich bezahlt gemacht. Jahrhunderte später und immer noch intakt. Wir sind zurück in der Bray Exo-Wissenschaft. Okay, die Beutezüge für die Handfeuerwaffe haben wir abgeschlossen. Wir wechseln auf die Trichternetz und die Quecksilber. Jetzt muss ich mich hier drin erst nochmal zurechtfinden. Geht es da hinten weiter? Hier ist eine Tür geöffnet. Kann es sein, dass ich erst Stasis-Fähigkeit brauche? Dass ich in der Kampagne weiterkommen muss, bevor ich hier wieder rein kann? Ich glaube fast. Es würde ja bedeuten, wir legen diese Quest beiseite und wir gehen in die Eventide-Ruinen. Die hätten wir hier. Dann gehen wir raus und fahren mit unserem Gleiter in die Eventide-Ruinen.
Jetzt habe ich den Bogen ausgerüstet. So. Hüter, ich weiß, du versuchst das Richtige zu tun. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass du es falsch angehst. Denk an das, was Varix über Eramis gesagt hat. Sie wandte sich an die Dunkelheit, um ihrem Volk zu helfen, und jetzt sieh sie dir an. Ich würde mir nie verzeihen, wenn dir dasselbe passieren würde. Keine Sorge, Geist. Wir wissen, wie wir mit den Dunkelheiten umzugehen haben. Okay, wir sind in den Eventide-Ruinen angekommen. Die gefallenen Zellen, das ist sehr gut. Kurz diese Beutetruhe mitnehmen. Und wir machen natürlich bei dem Event mit. Oder ist er schon... Ist schon abgeschlossen. Eramis hetzt ihre Wölfe und Teufel auf Varix und seine Verbündeten. Okay, Bomber. Ja, die sind immun. Wie bekomme ich euren Schild? Hier wäre frei. Einer wäre weg. Wie besiege ich den Schild von den Bonbon? Öffentliche Event ist abgeschlossen. Und wir haben einen weiteren Schritt in der Jenseits des Lichts Quest. Locke Elenax Erlösung Elite im Asterion Abgrund hervor und besiege sie. Fahren wir hier mit dem Gleiter durch diese Schlucht durch.
vermute, es geht hier runter. Ich war noch nicht so viel auf Europa unterwegs. Kenne die Wege noch nicht. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, sehr gut. Gut. Wir müssen Gegnerscharen einfach besiegen. Und über die Zeit, denke ich, werden wir sie herauslocken. Nun die Guten da unten. Also Aim ist auf jeden Fall vorhanden. Eine weitere Patrouille. Da hinten. Sechs, noch fünf. Noch zwei Sammelgegenstände.
Wo ist die nächste Patrouille? Elenax. Maschinenmut. Ich bewundere deinen Kampfgeist. Komm und finde mich. Sie übermittelt uns ihre Position. Sieht aus, als hätten wir eine Einladung gewonnen. Das lassen wir natürlich uns nicht zweimal sagen. Ja, für die heutige Folge wird es ein bisschen eng, diese noch mitzunehmen. Deshalb würde ich sagen, wir machen das öffentliche Event auf jeden Fall und schauen eventuell mal in den verlorenen Sektor noch rein. Wie untersuchen wir die? Indem wir rumstehen. Okay. Wow, jetzt geht's aber ganz schön rund hier. In den Kreis. Schon. Und down. Der letzte Bomber. Hier kommen wir in den verlorenen Sektor.
Verborgene Lehre. Alle Gegner wegräumen. Das Level ist ziemlich cool designt von diesem Sektor. Bisschen Jump'n'Run-Elemente. Wissenschaftliche Konsole. Dieser Ort muss eine Art Brain-Labor gewesen sein. Wer weiß, wie viel von der Geschichte während der Wechselübernahme verloren wird. Erstmal die Truhe abstechen. So, wir haben alle, jetzt können wir in Ruhe die Truhe looten. Ein bisschen Glimmer. Eigentlich habe ich mir mehr erhofft. Okay, ihr Lieben, wir werden am Ende der heutigen Folge angelangt. In der nächsten machen wir weiter mit der Storyline Jenseits des Lichts, Asterion Abgrund in Europa. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr in dieser Folge mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.